Hallo ihr Lieben, ein bisschen Deutsch. Ich spreche nicht viel Deutsch, außer mit meiner Mutter und dem Besitzer hier, dem Thomas. Aber ich fühle, es ist wichtig, dass wir auch einen Update haben in Deutsch über die Energie, die Herzensenergie, ein bisschen was los ist mit Astrologie und wie wir diese Wellen, die um uns herum sind, wie wir die leben können. Und wie wir aussteigen können. So, November ist klassischer Monat natürlich für Halloween und Soheim, die keltische Variation. Und das bringt immer sehr viele Energien. Es ist ein toller Monat, in die Heilung zu gehen, Selbstheilung. Es ist ein toller Monat, um sich anzusehen, besonders 2022, sich anzusehen, was in uns selber los ist. Was wir unterdrückt haben, was wir vergessen wollten, wie wir wirklich die Dinge sehen und fühlen. Und auf der gleichen Seite ist es sehr wichtig, dass wir uns nicht beeinflussen lassen, dass wir die Spiele nicht mitspielen, dass wir nicht ärgerlich werden, dass wir keine Wut haben, dass wir uns nicht ängstlich fühlen, dass wir uns nicht traurig fühlen. Denn das ist der Trap, der Hook, wie die uns einfangen. Und es ist sehr wichtig, dass wir bei uns bleiben, dass wir in unserer Präsenz bleiben. So Astrologik, ja, wir haben die Eklipsen, wir haben Sonnenverdunklungen und Mond kommt jetzt am 8. November auch. Wir haben natürlich Skorpion und wir haben im Himmel immer noch die Geschichte von dem Perseus, diese griechische Mythe, wo der Perseus, der Sohn einer Prinzessin, die von ihrem Vater weggeschickt wurde, weil sie ein Kind hatte. Aber das war nicht, warum die ein Kind hatte, sondern das war, weil ihm gesagt wurde, dass der Sohn von seiner Tochter ihn umbringen wird. Und so er versuchte, alles von seiner Tochter fernzuhalten, aber Zeus hatte was anderes vor. Und so wurden Perseus und seine Mutter verstoßen und sie starben nicht, sondern sie kamen auf eine Insel. Und auf dieser Insel war dann auch ein König und als Perseus älter wurde, war dieser König sehr an seiner Mutter interessiert. So, sie sagte immer nein und er dachte, wenn ich den Perseus loswerde, dann habe ich vielleicht bessere Chancen. So er schickte Perseus auf die klassische Geschichte des Helden. Und der Held, das ist natürlich die Geschichte des Dramas. Der rettet, der in große Gefahren geht, um Dinge zu verändern, die alle basieren in dem Falschverstandenen, in der falschverstandenen Männlichkeit, in der wir seit über 5000 Jahren leben. Und so, der Perseus schneidet dann natürlich den Kopf von der Medusa ab, weil alle davor Angst haben und er hat keine Angst davon. Aber natürlich, es spielt ja alles eine Rolle, weil die Medusa hatte diese Schlangen und alles bekommen und die Kraft oder was wie immer wir das nennen möchten, dass alle Männer, die sie angeguckt hatten, vergewaltigen wurden mit Lust oder mit falschen Gefühlen und Begieren, dass die praktisch in Stein verwandelt wurden. So, das ist alles eine dramatische Geschichte. So, die Männer wurden dann dafür verurteilt, dass sie Lust hatten, dass sie Lüste hatten. Und auf der anderen Seite natürlich, es war die Trennung von dem heiligen Weiblichen. So eine ganz interessante Geschichte. Und das ist, was jetzt im Himmel steht. Die Geschichte von dem Perseus zusammen mit dem Cetus, mit dem Wal, den er auf dem Weg umbringt, für keinen großen Grund. Und auch daneben ist Andromeda, eine afrikanische Prinzessin, die geopfert wurde bei ihren Eltern, um irgendwas, was Angst bereitete, loszuwerden. So Drama, 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 Drama. Und es ist interessant, dass das jetzt ist. Und es ist interessant,
dass wir jetzt im Skorpion sind, dass der Taurus mitspielt, dass Venus mitspielt. Venus kommt also in die ganze Geschichte mit herein. So ist es sehr interessant, wie sich diese Dinge jetzt ausspielen. Ja, vieles kommt raus im Weltentheater. Die Herzensenergie, wie wir am besten fließen können und bei uns bleiben können, ist das einfach nicht anzunehmen. Wenn du Ärger fühlst, wenn du Traurigkeit fühlst, akzeptiere es, unterdrück es nicht, aber behalte es nicht. Lass es einfach durchfließen und sei dir bewusst, dass das alles nur zeitlich ist. Und sei dir bewusst, dass das ein Teil des Spiels ist. Das Spiel in einer Weise ist zu Ende. Und es ist eine Frage der Zeit. Aber wenn wir wieder in das Spiel gezogen werden, geben wir Energie. Und das ist das, was wir natürlich nicht wollen. Ja, so fühlt sich November an. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Wir sind immer noch hier im Dschungel und wir bleiben auch hier. Und wünschen euch alles Liebe und hoffen, von euch zu hören. Eure Kommentare werden sehr, sehr gerne beantwortet. Und natürlich, wenn ihr gerne mehr persönlich mit uns in Verbindung sein möchtet, dann könnt ihr das auch. Und wenn ihr mich nicht kennt, Patrick, einer meiner Freunde in LinkedIn, wo ich sehr viel schreibe, nennen mich der Peaceful Patrick. So, der Patrick, der im Frieden ist. Und das passt eigentlich ganz gut. So, ich schicke euch ganz viel Frieden, ganz viel Herzensenergie, ganz viel Kraft, dass ihr sehen könnt, dass ihr dem Theater, dem Spiel keine Energie geben müsst und dass ihr in eurem Bewusstsein, Bewusstheit bleiben könnt. Ja, Deutsch hat mehr Nuancen. Und an eurem Herzen, so dass ihr das Ende des Jahres auch noch gut seht und dass ihr ein Teil von dem Neuen seid. Es ist wirklich Zeit, das Neue zu kreieren, zu kollaborieren, zusammenzukommen. Und so lade ich euch ein in das Ende des Jahres 2022. Wenn was Besonderes kommt, melde ich mich nochmal im Dezember. Aber ich melde mich auf jeden Fall nochmal, weil Weihnachten, ich glaube, ist immer wichtig in Deutschland und vielen anderen Ländern natürlich auch. Und Österreich und die Schweiz und wer immer Deutsch spricht. So, alles Liebe und von meinem Herzen an euch. Bis bald.